Ich möchte dich jetzt auf eine Fantasiereise mitnehmen, auf der du loslassen und entspannen sollst. Mache es dir bequem, am besten in einem gut gelüfteten Zimmer mit einer für dich angenehmen Raumtemperatur. Du kannst die Meditationshaltung einnehmen oder dich in einen Sessel setzen. Oder du legst dich auf eine Couch. Kannst diese Meditation aber auch als Einschlafhilfe nehmen. Wie es dir beliebt. Ganz wichtig ist, dass du die nächste Zeit nicht gestört wirst. Auch nicht durchs Telefon oder die Türklingel. Sollte jedoch deine volle Aufmerksamkeit für den Alltag nötig sein, bist du jederzeit in der Lage, angemessen zu reagieren. Schließe jetzt die Augen und komme runter. Sinke schwer auf die Unterlage, indem du völlig entspannst. Fange an, regelmäßig tief ein- und auszuatmen. Konzentriere dich auf deine Atmung. Lasse bewusst deinen Alltag hinter dir. An Sorgen und Kummer sollst du jetzt nicht denken. Sie sind jetzt völlig unwichtig und nicht gewünscht. Erlaube dir deswegen den Luxus und schiebe sie einfach beiseite. Für die nächste Zeit bist du wichtig. Nichts und niemand anderes. Sollten dir trotzdem immer wieder belastende Gedanken in den Sinn kommen, konzentriere dich bewusst auf deine Atmung und schicke sie so weg. Wir beginnen mit der Reise ins Reich der Fantasie. Es ist ein traumhafter Sommertag und du befindest dich an einem Strand. Du stehst direkt am Wasser, welches regelmäßig sprudelnd deine Füße umspült. Dein Blick geht über den Strand und weiter über den Horizont. Vielleicht siehst du einige Möwen oder entdeckst in der Ferne die weißen Segel eines Segelbootes. Was hörst du?
das Rauschen des Meeres, vielleicht das Geschrei von Möwen. Oder Kinder lachen. Während du deinen Blick über das Meer schweifen lässt, siehst du das gleichmäßige Auf und Ab der Wellenbewegungen. Stellst dir vor, wie es wäre, wenn du dich darin treiben lässt. Schwerelos. Losgelöst von Kummer und Sorgen. Um deine Gedanken zu öffnen, für neue und angenehme Dinge. Du willst jetzt unbedingt ein paar Züge schwimmen und gehst ins tiefere Wasser. Es ist klar, kühl und erfrischend und doch von angenehmer Temperatur. Du willst abtauchen. Leicht fühlen. Spüren, wie das Wasser sanft über deine Haut streicht. Wie es dich vollkommen umschließt und die Strömung dich erfasst. Auf dieser Reise bist du in der Lage, unter Wasser zu atmen, also lass dich treiben. Voller Vertrauen tauchst du unter und gibst dich der Strömung hin. Du weißt zwar nicht, wo sie dich hinbringen wird, doch wo immer du auch ankommen wirst, alles wird gut. Du schaust nach unten auf den Grund und bemerkst, wie schnell die Strömung dich voranschiebt. Muscheln, Fische, alles fliegt unter dir vorbei. Alles bleibt zurück. Du bist nur kurz unterhalb der Wasseroberfläche.
und deren leuchtende Farben sind noch gut zu erkennen. Gerne würdest du eine Weile bleiben und die Umgebung bewundern. Doch die Strömung schiebt dich immer weiter ins geheimnisvolle Blau des endlosen Meeres hinein. Sinkst dabei manchmal bis auf den Grund runter, stößt dich dann mit den Füßen wieder ab, um wieder in die Strömung zu gelangen, die dich weiterträgt. In der Ferne siehst du die riesigen Umrisse von Walen, wie sie mit langsamen Bewegungen der großen Flossen ihren Weg ziehen. Du hörst deren Laute der Verständigung, die regelmäßig die Stille durchbrechen. Die mächtigen Tiere sind in deiner Nähe. Auch wenn das Blau des Meeres sie vor deinen Augen immer wieder verbirgt. Du fühlst dich durch sie nicht nur geschützt, sondern auch in der Lage, sämtlichen Kummer loszulassen, der sogleich von der Strömung erfasst und weggeleitet wird. Alle Sorgen sind so weit entfernt, dass sie dich gerade nicht erreichen können. Und du fühlst dich wohl und erleichtert. Völlig entspannt treibt dich die Strömung immer weiter. Begleiten dich vielleicht jetzt sogar einige Delfine? Es sind die Schutzengel des Meeres. Du siehst, wie sie fröhlich und zutraulich an deiner Seite schwimmen. Sie geleiten dich langsam zurück. Zu dem Platz am Strand, deine Reise begonnen hat. Je näher du dem Ufer kommst, umso mehr hebt sich der Boden nun auch langsam wieder an. Es ist nun wieder so flach, dass du stehen und zurück an Land gehen kannst. Wieder am Strand angekommen, lässt du dich in den warmen Sand fallen
komme nun allmählich zurück in die Realität. Lass dir dabei so viel Zeit, wie du brauchst. Fange an, dich langsam zu bewegen und öffne deine Augen, wenn du dazu bereit bist. Gehe heute den Alltag etwas ruhiger und gelassener an. Ich möchte mich nun verabschieden. Namaste.